Ach, da sind wir wieder. Meine Güte, das letzte Runde war wieder hart. Ne? Also die Tagesenden sind irgendwie immer total, boah. Jetzt zuerst das mit der Bombe, dann das mit ihr jetzt. Alter. Stellt euch vor, wir hätten nicht herausgefunden, dass sie mit den Bomben, ne, mit dem Mining und so, dass sie, mit dem Bild, dass wir herausgefunden haben, dass sie in den Minen entfernen Räumkommando stationiert war und mit Bombenerfahrung hatte. Dann hätten wir sie wahrscheinlich gar nicht festnehmen dürfen. Und sie wäre uns entkommen. Jetzt ist sie leider tot. Ich weiß nicht, was besser ist. Irgendwie letzten Endes war sie eine Terroristin. Jetzt ist ihr Sohn allein. Es ist irgendwie, es ist nicht befriedigend. Mein Job ist nicht befriedigend. Memory Hole, Episode 4. Es ist so schwierig. Willkommen zurück. Ja, er kann nicht glauben, was gestern passiert ist. Ja, wir haben den Verursacher der Anschläge. Aber zu welchem Preis? Haben wir das Richtige getan? Ja, ne? Miss Metanova als Gefahr darstellen. Haben wir sie getötet? Aber sie hat doch die Waffe geholt. Und hat zum Schluss geschrien, ihr bekommt mich nicht lebend. Das ist jetzt nicht gerade, ne, eine friedliche Herangehensweise an die Sache. Ja, ich fände es toll, wenn wir miteinander reden könnten, aber wir haben nur eine einseitige Leitung. Also er kann nur mit mir reden und ich kann ihm nicht antworten. Ja, und über Goldfels müssen wir nun Dinge herausfinden. Wir müssen irgendwelche Hinweise in seine Richtung übersehen haben. Der Polizeibericht. Zu Matanova. Ja. Die Situation geriet außer Kontrolle, als sie angefangen hat zu schießen und der Spezialagent Name entfernt. Er hat das Feuer eröffnet. Sie wurde zweimal in die Brust getroffen und brach zusammen. Juliet ruft Harrison an. Ich glaube nicht, dass sie am Sonntag arbeitet. Ich nehme es trotzdem mal rein. Ja, sie weiß davon, dass Nina mit den Bomben zu tun haben soll, das, ne? Er sagt, ach, Nina. Ja, sie unterhalten sich gerade über, den Hacker, also eigentlich über uns, ne, weil sie abgehört wurde, die Nina. Was? The connections to us? Ah. Harrison. Man kann sie fast verstehen. Man kann sie verstehen, ne? Abgehört zu werden, obwohl man nichts getan hat, ist natürlich eine schwierige Sache.
Aha, Abe und Joseph kennen sich. Das wusste ich ja gar nicht. Ach, Simmes. Simmes hat langsam Zweifel daran, dass wir das Richtige tun, habe ich das Gefühl. Ja. Joseph Langley. Ah, der Initiat. Ah, Mist. Und jetzt wollen sie sich mit dem Hacker zusammentun. Tolle Scheiße. Oder habe ich das richtig gesehen? Defending myself. Ja. Ah, Juliet. Genau, es ist viel sicherer als, genau, als sich anrufen. Ach, bedauerlich. Ja, jetzt schreibt er ihn an. Why do I care about now? Thought is that Nina is not dead. Killed by law enforcement. Und er möchte jetzt, dass er der Initiat, ja, bei der Sword-Gruppe mitmacht. Ich dachte auch, dass Mr. O'Donnell nicht mehr dabei ist. Joseph Langley. Um den ging es ja hier auch noch. Katharine hatte am 13. April ein wichtiges Meeting. War das nicht auch da, wo eine der Bomben hochging? Würde ich ja kühn behaupten. Ah, na, wen haben wir denn da? Den kennen wir. Ja, sie ist gestorben, bedauerlicherweise. Was? Explosive Devices discovered? Er meinte nämlich gerade, ja, unsere Wahrheit muss manchmal von der Wahrheit der Öffentlichkeit abweichen. Und ja, wenn wir uns das hier durchlesen, sieht das auch nicht so aus, als wäre das hundertprozentig unsere Version, die wir kennen. Und wir sind die, also wenn jemand an der Wahrheit dran ist, dann sind wir da am nächsten dran. Ich will es ja nur gesagt haben. Und das ist schade. Oh Gott. Gott, oh Gott. Ah, so this is gonna be my day, I can fucking feel it.
der nationale Korrumpierer, ja. Können wir nicht das Bild nehmen? Ja, obwohl, sieht sich auch ziemlich ähnlich. Gibt es Positions? Nein. Projects? Sag mir nicht, dass ihr auf eurer Internetseite damit angebt. Nee. Was? Achso, das war ihr eines ihrer Motive. Ich erinnere mich. Die Seite sehe ich aber nichts weiter Interessantes. Langley, da haben wir ihn ja. Nein. Das alte Bild ist Quatsch. Das ist somit das modernste Bild, was wir haben. Also 92. Und arbeitet in Bonten. Achso, das Bild muss ich noch ausschalten, weil das will ich nicht. Das gefällt mir nicht, das ist zu alt. Und das ist seine Internetpräsenz. Yay! Profil. Das finde ich gut, das Bild, das können wir nehmen. Ziemlich alt. Ah, mit Delacroix, den Namen kennen wir doch auch irgendwoher. Ah, sie ist now. Ah, Secretary of Security in der Regierung. Ja, nichts Überraschendes bisher über Langley rausgefunden, außer seinen Kontakt zu Delacroix. Ja, und seine, ja, wir müssen schauen, wie er in Verbindung steht mit Goldfels und den anderen Mitgliedern dieser. Oh, er war beim Militär. Ah, took on the defense of Hendrix, during which he was able to convincingly argue that Hendrix had actually acted on behalf of the Secretary of Transportation Greenway. Edward Hendrix hat er verteidigt. 2010. Das könnte auch wichtig werden. Ich weiß nie. Kontakt. Oha, ja, Adressen, E-Mails, Nummern, alles haben wir hier gekauft. Packen wir alles ein. So, beim Listener haben wir jetzt nichts Interessantes, außer die beiden neuen Sachen. Fangen wir mal erstmal an hier. Juliet und Langley. Hello, I'm talking to Langley.
Sie wurde festgenommen, ja. Sie unterhalten sich jetzt über Cassandra. Cassandra. Und Juliet wollte ihm wahrscheinlich jetzt erzählen, was los ist. Aber war dann erstmal davon abgelenkt, dass er mit Cassandra gesprochen hat. Okay, das glaube ich nicht. Er schreibt, dass er halt nicht mit ihr reden durfte, weil sie nicht mit ihm reden wollte. Das glaube ich aber nicht. Jetzt erzählt sie ihm von Nina und dass sie gestorben ist und dass sie bei dieser Aktivistengruppe mit dabei war. Ah, Abraham hat nach einem Gefallen gefragt für jemanden namens Nina von Langley. Das könnte sehr wichtig sein. Ja, da kommen wir nochmal drauf zurück. Aber sie unterhalten sich ja noch. Das heißt, mehrere Infos möglich. Nur eine Kleinigkeit. Ja, wir schauen. Ja, das stimmt. Juliet hat vollkommen recht, dass wir alles über sie herausfinden. Ja, sorgt sich um Cassandra, das ist ja auch nachvollziehbar, die sind zusammen. Ja, ne? Ja, er wird jetzt ein paar E-Mails schreiben. Rechtslimbo wird er jetzt betreiben, um Cassandra da rauszuholen. Das heißt für uns, wir werden einiges an E-Mails bekommen. Ah, Initiate hat geschrieben, aber erstmal schauen wir uns die E-Mails hier an. The position to change the a friend. Ah, oh, das wird doch der Initiate sein, oder? I'm in the position to change the guck mal gucken. No longer support. Ah, jemand möchte ihr helfen. Hier ihm helfen mit Cassandra. Und Joseph soll Informationen über Abraham besorgen für ihn. Das wird doch 100 pro geinitiiert sein. Ja, ist es auch Hacker-Friend again? Ich würde meinen. Gut, jetzt haben wir natürlich seinen PC. Ah, es gibt einen Glitch, dass Geräte Fehlfunktionen haben könnten, die wir benutzen. Ah, und dieser Glitch wurde behoben. Wir schauen uns erstmal weiter bei den Listeners um, ehe wir weitermachen. How can I join Saul when I'm already part of it? Fuck, der gehört schon zu der Gruppe. Der ist einer von denen.
Ja, das wird alles nicht stimmen, was hier steht. 1912. The Web Warrior Harry declares the data wars on all of you. Hey, den kennen wir doch. Moment mal. Glimpse into the Rosen Ivory Tower already. Ah, wir haben ein Alias. Ein Account bei Sky Silent Scream. Und der war beim Rosentech Building. Schon mal interessant. Ja, das ist Quatsch. 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 Naja, egal. Kann ich nicht wieder rausnehmen. Lismar haben wir hier auch noch. Joseph, it's done. Don't walk too much. Laverne. Wegen der Urgent Request. Ach ja. Ah, Langley hat zugestimmt. Wenn Cassandra morgen freikommt, wird er ihr Informationen über die Mitglieder der Aktivistengruppe geben. Nein, falscher Mann. Wo ist er? Da unten. Ja, ne? Ziemlich leicht auf diese Sachen. Ziemlich leicht auf diese Sachen eingegangen. Bam. Ich würde es auch nicht wundern, wenn der Hacker einer von denen ist, den wir schon kennen, und sich selbst schreibt. Und uns so verwirrt, weil er weiß, dass wir zugucken. Fangen wir im Mülleimer an. Der Mülleimer ist leer. Bilder. Ah, ein Unterstützer der Children of Partridge Foundation. Hallo, danke. Für einen guten Zweck. Ist verheiratet? Ich wollte gerade sagen, er ist verheiratet und wollte. Vorhin kam mir das schon so komisch vor. Da war irgendeine Stelle, wo ich mir dachte, der Hacker meinte doch irgendwas. Das passte nicht. Ist er das nicht im Hintergrund? Dancing in the Rain. Oh. So, was haben wir? System. Ah, History cleared by user. Ah. Private Mails. Abraham. Noch einmal bei diesem Namen nennen kann. Interessant. Finanzielle Unterstützung für Nina.
Ja, müssen wir schauen, was da los war. Ganz ruhig, nicht alles auf einmal. Er hat Abraham verteidigt. Als Klient. Das ist auch interessant. Das heißt, er wird ja wegen irgendwas schon mal angeklagt. Also, es gab einen Fall in Bezug. Er muss nicht angeklagt gewesen sein. Es gab einen Fall, wo er irgendwie mit zu tun hatte. Ah, und, Abraham, nee, andersrum, Joseph und Cassandra haben sich kennengelernt durch Abraham. Auch interessant. Ja, so schließt sich der Kreis. Das haben wir alles. Offiziell. The capacities required for a case of this complexity this time. Ich hab momentan viel zu tun, offensichtlich, der gute Mann. Ah, sein Bankaccount. Immerhin. Oh Gott. Miss Winters ist eine Angestellte, die auf... Ja, interessiert uns nicht, aber es könnte noch wichtig werden. Interessant. Sein Business läuft wohl nicht so, wie er sich das vorstellt. So, hier haben wir alles durch, glaube ich. So, wo gehen wir weiter? Ja, nirgendwo. Ah, ich sehe schon, die Folge ist schon wieder vorbei. Alter, es ist immer dasselbe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. So, bis dahin. Ciao. We'll be right back.